und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Russen-Eisenbahn-Simulator. Mittlerweile bin ich ein bisschen schlauer. Ich habe mal ein bisschen im Forum geguckt bezüglich ein paar Sachen. Und ich weiß jetzt, dass die Musik hier nicht so geil ist für YouTube. Sprich, Radio bleibt aus. Ich werde dann, wenn dann, andere Musik hier reinmachen. So, ist auch aus. Gut, dann habe ich mal nachgefragt, ob man hier die ganzen Marker etc. ausblenden kann. Nö, nicht implementiert. Dann habe ich noch gesehen, man kann ja hier die Kassette hier rausmachen. Warte mal, wo war's? Hier. Und es wurde auch gefragt, wo könnte man die denn kaufen? Und der Entwickler sagt, ja, nö, das gibt's momentan noch nicht. Ja, sehr, sehr early. Okay. Wir sollten mal was trinken und essen. Machen wir vielleicht Essen mal zuerst. Das passt. Und trinken. Da die Milch, dankeschön. Dollars lassen wir mal da. Gut, das war's. Machen wir uns mal Abfahrt bereit. Ja, sieht gut aus. Habe ich irgendwas vergessen? Warte mal, Lieferung der Dollars an Dimitri. Was Platz da hinten? Ja, wir fahren jetzt einfach mal. Gut, 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 gut. Vielleicht noch vorwärts fahren. Ne? Okay. Das passt. Wieder heller, so wie es aussieht. Ja, und in Steam Forum ist man auch noch ein bisschen am Quatschen drüber, dass momentan das Spiel so vom Inhalt her ein bisschen seicht ist. Das gleiche jetzt auch mit der Kampagne. Bis jetzt haben wir nicht wirklich sehr viel Unterschiedliches gemacht. Wir fahren da gefühlt immer 3 Kilometer zum nächsten Bahnhof, laufen dahin. Es ist jetzt noch kein großer Spannungsbogen hier. Mal schauen, ob wir die Waffe brauchen. Ach ja, stimmt. Ich wollte ja noch die Lok hier reparieren, wenn es geht. Und die Heizung. Außerdem ist mal gefragt worden, ob es überhaupt so eine Kartenübersicht gibt, ob man sieht, wo man hier eigentlich ist oder wie das aufgebaut ist. Auch das gibt es noch nicht. Aber der Entwickler ist auch ziemlich stumpf mit den Antworten. Er sagt einfach nur, ja, not yet implemented. Fertig, Ende aus. Ohne weiteres Kommentar. Okay, wir dürfen 60 hier fahren. Döde Post. Mal sehen. Oh, 15 Grad ist jetzt nicht wirklich warm hier drin. Jetzt komme ich schon an, oder? Ja. Na, zweites Set lassen wir mal aus. Moin. Ist halt die Frage, ob man irgendwas kommt, wo man mal wirklich rangieren müssen oder auch wirklich mal in die andere Richtung fahren. Oder ob das immer nur so geht. Fragen über Fragen. Ja.
So, diesmal mache ich das nicht. Ich würde hier einfach nochmal die Leistung wegnehmen. Und zwar mit dem. Ja, der hat sie auch oben. Okay, normaler Abschnitt. Noch ist nichts explodiert. Ich glaube, das war nicht so gut. Aber warum? Ich habe die Leistung ja weggenommen. Okay, die Lok geht wieder an. Ja. Dacho geht schon mal nicht mehr. Das geht auch nicht mehr. Habe ich mir jetzt mal die ganze Lok geschrottet. Gehen wir mal kurz in den Inspektionsmodus. Jetzt sind ein paar Sachen im Arsch hier drin. Es ist geil. Jetzt mache ich jeden Fall. Du verlässt den aktuellen Aufgabenbereich. Ich würde toll sein, Dimitri. Oh, ich habe doch gar keinen Marker gehabt. Wo ist denn Dimitri? Naja. Was soll jetzt, wir fahren weiter. Und hoffen mal auf den Hangar. Kann man so vorsichtig ein bisschen bremsen. Shit. Heizung aus, Tacho aus, Signalanlage aus. Dass ich immer alles kaputt machen muss. Spiel, gibt's mal gerade was Neues dafür. Jetzt sei mal ein bisschen kreativ, wenn alles weitergeht, hast du eine ungewisse Zukunft vor dir. Ich hoffe, das bitte dich nochmal. Ah ja. Wir haben ein Geschäft, die schmucken hochwertige Waren. Das ist eine Gelegenheit für uns, die uns nicht verpassen dürfen. Es geht um einen Zug, der in Richtung Novosibirsk fährt. Muss gestoppt werden und die Waggons mit den Drogen müssen woanders hin transportiert werden. Okay. Und jetzt zu Kurier Maxim, er wird dir die passende Mini besorgen und du bist dafür verantwortlich, sie auf den Gleisen zu platzieren. Okay. So, ich glaube, ich trinke mal ein Bier. Wegen dem Kater. Okay. Ja, als wenn ich da für Dimitri zurückfahren hätten müssen, aber irgendwie schön gewesen, wenn ich dann einen Hinweis kriege. Naja. Sehr early, das Spiel. Wie schnell fahre ich? Ich vermute mal so um die 50.
Okay. Ja, für was brauche ich eigentlich ein Tacho, wenn ich dann eh die Meldungen kriege? Mein Kollege. Ja, noch langsamer. Ja, war auf der 1. Ach Mann, das mit dem Stromabnehmer, es ärgert mich. Wieso hat es nicht gereicht, einfach nur die Leistung auszuschalten? Jo, alles klar. Und wieder die gleiche Übung mit der Weiche. Einmal Copy-Paste. Nein, ich werde jetzt nicht beschleunigen, wenn da vorne die Weiche ist. Shit. Jetzt haben wir hier 0 Grad. Was ist, wenn wir in den anderen Führerstand reingehen und von dem aus fahren, aber halt rückwärts? Oder ist der genau gleich im Arsch wie der hier? Wieder ein Schrottplatz. Lass mal da die Mini abholen. Ah, keiner der Dudes tut mir die Weichen hier rumliegen. Nee. Scheiße. Jo, da glaube ich feucht. Nee. Jo, das hat nicht gereicht. So schlecht ist die Bremsen. Tö, wieder rückwärts. Also der Welt hier auf der Hauptstrecke. Ja, jetzt ist gut. So, jetzt gucken wir hier mal schnell wieder zu. Wenn es sich noch so extremer wird mit der Kälte. Moment, hier drin? 8 Grad? 8 Grad hier drin? Dann lasse ich die Tür offen. Nice. Hoffentlich bringt's was. Der Thermie ist wieder runter. Nice.
Okay, minus 1. Irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Minus 0? Achso, das ist vermutlich... Ja, von dem Raum da. Ja, ich glaube, das gleicht sich aus. Dann brauche ich hier gar keine Heizung. Aber ja, gerade ist schon ein bisschen frisch. Ja. Natürlich. Naja, realistisch ist was anderes. Und moin. Ah, Maxim ist da hinten. Ich brauche einen Hangar. Also da den Standard-Shop da hinten. Sollen wir da einfach weiterfahren? Ich glaube, wir holen erstmal die Sachen. Und dann schauen wir weiter. Ein Stück hier noch. Ja, ich glaube, das passt. So, wunderbar. Tür zu. Dankeschön. Braucht die Wärme. Nice! 100 Dollar. Also 250 Mitte. Maxim ist... Ah, wisst ihr was? Ich bin faul. Wir fahren da mit der Lok vor. Das ist einigermaßen warm. Bahnhofsocker sind bereit für den Transport. Sie stehen im Bahnhof Brzeziny auf Gleis 4 am Bahnsteig 1. Gut, alles klar. Ich bin echt gespannt, wie das dann sein wird, wenn wir den Wagen klauen. Vielleicht so genau... Ach du Heilige. Die Gleise da. Vielleicht gleich spektakulär wie die Sprengung von der Brücke. Schrottplatz. Ja, du bringst mir nichts. Kann ich mal meinen Schrott verkaufen? Das finde ich halt schon ein bisschen lame, dass man hier das Interface nicht ausblenden kann oder diese ganzen Marker. Fanden die das beim Test nicht doof, dass jetzt zigtausend Marker auf einmal da sind und wir haben einen Hangar. Gott sei Dank, da kann ich jetzt endlich mal die Lok reparieren. Ich glaube, da fahren wir jetzt irgendwie als erstes hin. Moin. Thank you.
Doch. Ach, da links stehen die Wagen, okay. Bahnhof. Warte mal, wo war das jetzt mit der Mine? Wo ist der Typ? Ach, da hinten ist Maxim. Ah ja, das machen wir nach dem Kuppeln. Aber wer sagt denn, ich wäre wieder zu weit weg, nur weil ich jetzt da in den Hangar reinfahren will. So, die Weiche hier. Wenn wir da bitte... Oh scheiße, das wäre eine Handweiche gewesen. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Ja, jetzt fängt er schon wieder an mit diesem Aufgabenbereich. Aber es dürfte sich hier gerade noch so ausgehen, dass ich bis hierhin fahren kann. Okay. Fahr mal rückwärts. Ich will in diesen Hangar. Ob der sagt, ich muss die ganze Lok nicht abrüsten, damit ich jetzt dann hier umwerken kann. Das wäre ein bisschen mehr. Okay. Dazu. Weiche, 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 weiche. Yes. Nice. So, ab zur Reparatur. Ach ja, der Feldgenerator und die E-Bremse sind auch nicht implementiert. Das ist ja geil. Jetzt haben sie so viel umgesetzt in der Lok, aber das dann nicht umgesetzt. Verstehe ich nicht. Da hinten am Ufer? Ich glaube ja. So, sehr gut. Einmal rein in die Werkstatt. Gut, passt. Schraubenschlüssel. Tue ich mal hier hin. Mach jetzt mit die Dollars hier. Naja. So. Konnte ich nicht sehen, was du für einen Zustand hattest? Na egal. Was mit dir? Seid ihr gesehen? Nee. Gut. Passt. Dann, was haben wir jetzt hier noch? Mal kurz umschalten. Ist dort direkt hinter mir? Das ist doch für die Aufmerksamkeitskontrolle. Oh, will ich das wirklich austauschen?
Haltbarkeit 61%. Die Lenkung ist möglicherweise nicht mehr verfügbar. Aha. Der auch. Signalfrosch auch nicht verfügbar. Wie schaut es hier unten aus? Bremszylinder, 62%. Ah, ich glaube, wir haben hier doch ein bisschen mehr zum Austauschen. Also, Heizung, Heizung, Signalanlage. Machen wir das als nächstes. Heizung. Das war das. Heizung für da unten. Signalanlage. Warum auch immer ihr da kaputt gegangen seid. So, wie kann ich das nehmen? Super. Heizung. Danke. Dann würde ich sagen, tauschen wir das mal als erstes aus. Wo hat's denn das ganze Zeug hier? Ja, habe ich vor, wenn ich es finde. Nicht das, was ich brauche. Ah, da, Heizung. $65. Das waren jetzt zweimal die gleiche, ne? Ja, Heizung, Heizung. Schaut aber gleich aus. So, das Zeug, was da irgendwie kaputt ist, das tun wir jetzt mal hier nach unten. Für das, dass wir es dann irgendwann mal. Barometer. Signalanlage. Okay. Rein da. Als erstes. Heizung. Ich muss das da unten reinziehen. Machen wir das mal so unter Tacho. Ja, reicht erstmal. Tacho einmal da dran, bitte. Gut. Heizung. Einmal da dran. Hallo? Ich will die Heizung einbauen. Lass mich raten, du musst das hier festmachen, weil du glücklich bist. So, und jetzt? Sag mal, willst du mich verarschen? Was soll das heißen? Achso, ich muss mich runterknien. Okay. Okay, das ist tatsächlich zweimal der gleiche Gegenstand hier. So, nehmen wir da rein. Läuft die jetzt schon? Oder muss ich das wieder einmachen? Mal kurz gucken. Das ist, glaube ich, nicht so viel. Also, Inspektor-Modus. Einmal umschalten. Wir brauchen das da, die Lampen sind am Arsch, die müssen wir austauschen und die zwei Griffe. Ja, da müssen wir nicht so viel tun. Und dann schauen wir noch wegen einem Bremszylinder. Der eine da. Blattfeder 91%, ja, das passt. Stoßdämpfer 72. Mal hier 93. Okay, Bremszylinder und die zwei Hebel und die ganzen Lampen. Und alles gut. Also. Das war das. Wie mache ich das bei dir? Ach da. Okay. Und Aufmerksamkeitsding da. Holy shit, wie viele Schrauben sind das hier? Ja, wie viele Schrauben sollen es sein?
doch nicht alles für den da sein, oder? Überhaupt nicht übertrieben. So, kann ich ihn jetzt nehmen? Okay. Lampen. Wie funktioniert das? Ah, okay. Ich muss gerade irgendwie an diesen Train Mechanics Simulator denken. Jetzt bin ich aber immer noch nicht bei den Lampen. Oh, echt jetzt? Mann. Okay. Ja, da neue Train Mechanics Simulator. Gut, das gleiche noch auf der Seite. Andererseits, wir hätten unser Flutlicht da oben. Echt doch auch. Passt. Okay, einmal so, einmal so. Dankeschön. Perfekt. Und dann brauchen wir noch. Warte mal, wo war das? Ist der hier? Wie komme ich da bei dir ran? Hallo? Nicht nur die. Holy shit. Probier's mal. Es wäre natürlich irgendwie geil, wenn man da unten reingehen könnte. Was ist das? Okay, im Betrieb haben wir den Bremszylinder jetzt hier mal weggenommen. Läuft. So, sortieren. Das ist alles am Arsch, das ist auch am Arsch. Die Dinger waren gut. Bremszylinder 62%. Tun wir austauschen. Signalanlage. Ah, shit, die Signalanlage habe ich vergessen. Und der Rest ist gut. Bremszylinder? $50. Sag mal, Jung, wo habt ihr die Glühbirnen? Ah, und die da. Haupthebel. Hauptbremshebel. $15. Leck mir. Das da für die Aufmerksamkeitskontrolle $20. Oh, da gibt es sogar die Gläser. Glühbirnen. $5. Als Abschneider. Dinger. Ich hoffe, die gehen nicht so schnell kaputt. Gut. Als erstes die Bremse. Was ist das jetzt? 100%. Und da mal rein. Haupthebel 67%. Machen wir da runter. Haupthebel machen wir da rein. Das ist der Taster, der kaputt ist. Dann machen wir den richtigen Taster hier rein. Fertig. Moment aber. Was macht die Bremse jetzt, wo der weg ist? Dachte ich mir. Okay. Ne? Ah, geht doch. Ja, einmal wieder festmachen. Dankeschön. Fällt jetzt im Nachhinein ein, ich hätte vielleicht die Handbremse anziehen sollen. Aber die Lok bewegt sich nicht, also von daher. Ist ja alles to the. Oh, komm, mal rein hier. Als nächstes, Haupthebel. Hallo. Dankeschön. Das wäre das. Dann den Taster mit den 5 Millionen Schrauben hier. Hallo. Also ab und zu ist es ein
bisschen bescheiden. Warum hat der so viel Schrauben? Alles andere ist nicht so gut gesichert. Die Schrauben hätten es getan hier. Gut, repariert. Dann fehlt jetzt nur noch die Signalanlage und dann müssen wir die ganzen Glühbirnen machen. Kann ich das decken? Nee. Passt. Achso, Moment mal. Signalanlage. So. Oh. Hallo? Dankeschön. Das ist auch noch mit zwei. Gut, Libyen. Jetzt sind schon wieder instant an. Waren die wirklich alle kaputt? Warum sind dann sogar die roten kaputt gegangen? Die hört sich ja gar nicht an. Nee. Nee, 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 nee. Gib her die Glühbirne. Das wäre es jetzt noch gewesen. Mich da um meine Medien betrügen, ja. Zuerst der Rahmen. Und dann das andere Zeugs. Hallo? Hallo? Nicht? Ach so. Na, okay. Zuerst die Gläser. Ja. So, wunderbar. Und einmal klein. Hallo. Dankeschön. Ah, ich muss erst wieder. Passt komplett drin. Jetzt? Warum nicht? Ja. Schalten wir einfach am rechts. Oder rechts im Sinne von ist rechts hier. Kann man den einfach drehen und das geht auf beide Seiten hinauf? Okay. Oma. Ja, passt. Ja, letzten Schrauben und dann haben wir es. Und den Kollegen hier. Einmal links. Oh, Hauptbremshebel brauchen wir auch noch. Wäre noch ganz gut, wenn wir hier bremsen könnten. Gut. Bremse. Die Tür ist offen, ne? Heizung läuft zwar, aber 1 Grad. Hier minus 20. Komm, machen wir mal zu hier. Bremshebel. Hier auf. Dankeschön. Und einmal festmachen. Funktionierst du auch gerade instant? Nö. Wenn wir hier zurücksetzen müssen. Was denke ich da jetzt? EV1. EV1 mag mich nicht. Okay, interessant. Ich glaube, wir müssen die Übung nochmal machen.
Einmal bitte an. Ja. Kurz nach draußen gucken. Oh, wir sind oben. Shit. Überladen. Das ist besser. Du bist immer noch drin. Wir haben jetzt dann auch KVC. Ja, jetzt sind wir wieder heile. Perfekto. Irgendwas vergessen. Einmal noch in den Inspektor reingucken. Oh. Okay, das ist nur das eine Licht. Das, glaube ich, können wir soweit erstmal lassen. Nee. Die ist jetzt schon wieder auf 95% runter. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich hab dich gerade einbaut. Alter. Wie schnell wird das Zeug hier kaputt? Irgendwie diese billige China-Ware oder was, was ich hier einbaue? Geht ja gar nicht. Okay. Liebe Leute, ich würde sagen, an der Stelle werden wir es hier mal Schluss machen. Jetzt haben wir mal unsere Lok hier mal servisiert. Und in der nächsten Episode werden wir nochmal hinten ankuppeln, werden uns die Biene da holen. Und dann mal gucken, wie das dann sein wird. Wenn wir den anderen Zug da hinten aufhalten. Und boah, das ist so nervig mit diesen ganzen Markern hier im Bild drin. Ich will die weghaben. Lokomotive. Ja, ich weiß, dass die da ist. Danke für den Hinweis. Also, bis dahin. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.